ICA Training Facility 1999, ICA Ausbildungseinrichtung 1999 und damit ein herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu der allerersten Folge von Hitman 1847 2016. Agent 47 unterwegs zwischen Schnee und Gebirge und Helikopterlandeplatz. So. Bewegungssteuerung benutzen Sie WASD, um Ihren Charakter zu bewegen. So, vermutlich müssen wir die Treppe hoch. Welcome to the Agent Program Initiate. Hello? I'll be waiting for you inside. Okay. Follow the lights, please. Schalt rennen. Oh! Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the Handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose fieldwork never is. Tell me, what did it feel like? Taking lives. Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, okay. We are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to Advanced Mission Training. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target, and exfiltrate, all without arousing suspicion. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, Initiate. Good luck, good luck. So, finden Sie die Ziele. As previous tests have established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. Instinct. Halten Sie Steuerung, um Instinkt einzusetzen. Steuerung. There you go. Oh, da leuchtet was Gelbes auf. Was haben wir hier noch? Hello guys, bestimmt komme ich nicht rein. Excuse me, sir, but as suspected, security won't allow you on board in your current outfit. We should avoid confrontation and look for another way in. Sneak up and subdue him quietly. Verkleiden wir uns als Mechanik. You put on his clothes. Well done, Initiate. That's a first. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious, though. Some people are more observant than others. Not bad, Initiate. So, lass da rein. Gehen Sie an Bord der Yacht. This particular uniform should get you access through the staff entrance. Just hey, what's up? Act normal. Hello? Hold on. That mechanic with his back turned? He's what we call an enforcer. He knows his crew and he'll see right through your disguise. So stay out of his line of sight. Okay, aufpassen. Hello, sir. Schnell darüber flitzen. You're in. Sind drin. Well done, Initiate. Folgen Sie der Zielperson. For sure. I'll keep it up. Sorry. That is your target, Mr. Ritter. Hello, unfortunately, Mr. Ritter. The place is crawling with witnesses. I suggest you follow him. See if you can't isolate him. Hey, go. Whoa, hold to be it. Expected. No, Ritter's private deck is off limits for mechanics. If assimilation is the name of your game, you'll need a better disguise. F, Schraubenschlüssel, rechts zielen, links. Hey, you... Well, that's gonna leave a mark.
Oh! Good thing we have insurance. Oh. Das hat bestimmt wehgetan. Okay. Der Schraubenschlüssel war noch auf dem Topf. The cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Okay. Very unorthodox. I like it. So, infiltrieren Sie das Privatdeck von Ritter. Ah, but according to intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. The target will spot you if you get too close. To eavesdrop on his conversation, try and find a way to blend in. Sie können unter der Bar untertauchen. It's a sign, Calvin. You're the finest thief the world has ever seen. Blending in, I see. Well done, initiate. You're not a superhero, Calvin. They don't exist. Well, not with that attitude, they don't. Da haben wir die gelben Sachen und... Oh, hängen wir die... Ich könnte eigentlich das hier schnell vergiften, oder? Aber Northfall kommt schon. Ah! Aber ich habe ja eh kein Gift. Aber wir sollen erst warten. So good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No. Not before six. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could be useful. Wir sind dem Ritter und dem Norfolk auf der Spur. Blueprints. Most impressive. People get what they pay for, Mr. Norfolk. And you paid for the best. Here, I'll pull the files for you. Not my usual scene technology. Beobacht mal das Meeting. Hold on. 50 years ahead of its time. Maybe even more, maybe 75 or 100. I don't mean to boast, but whoever makes it to market first, this reactor will become... Well, I'm rooting for you. Now is your chance. Use your silent pistol or the client will notice. Something Winden. What the? Calvin! Your target is down. Now head calmly towards an exit. Be advised, initiate. ICA clients rely on our discretion and do not expect collateral damage. The red car marks your exfiltration point. Simply push the button and you're in the clear. All those stupid snobs. They don't even know what's going on. Well, they're stuck. What? You've been compromised. Quickly, try and lose them and change your disguise. What the hell is this? What's that? Give it up. Drop the P. You understand? Where the hell did he go? Huh. Be careful, would you? How are you, sailor? So, guys, is there any problem? I strongly advise you to leave the area. Guys, is there any problem? I don't think so. Advanced mission training complete. Fertig. And may I say, elegantly Mission. Done, initiate. Nein, sagen wir mal Übungsmission. Erfolgreich abgeschlossen. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint, he could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Welcome back, initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. Improvisieren. Was haben wir denn? Nicht zum Verzehr geeignet. Hier drüben. Kleingeld. Das private Treffen, klassischer Killer, Ironie, Sicherheit umgegangen, nein, doch umgangen,
neues Besatzungsmitglied. Was liegt denn da? Eine Premiere für den Stuntman, sichere Verwahrung der Aufräumer. Was ist das denn? Verstecken die das Ziel in einem Schrank? Okay. Und nur für Notfälle. Ich möchte das mit den Explosionen machen. F nehmen, F Dietrich, F Münzen nehmen. Zack. Haben wir hier noch was? Eine Waffe, die brauchen wir glaube ich nicht. Wie war das mit dem Fallen? Die, ne? Okay. G ist droppen. Wir kommen so jetzt nicht rein. Unser Ziel ist immer noch Ritter. Bevor wir jetzt gucken, wie wir reingehen, müssen wir uns erst dafür entscheiden, was wir machen möchten. Die Explosion kann ja nur hier oben passieren. Töten Sie das Ziel mit ferngezündeten Sprengsätzen. Wo kann ich die Sprengsätze denn aufbringen? Das ist die Frage. Also auf dem Bild sind die Sprengsätze ja irgendwo hier an den Kanistern oder so, wenn ich das jetzt nicht... Oh ne, unter den Kanistern. Das ist direkt irgendwo da bei der Bar. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir machen es ganz klassisch und ich gehe wieder rüber zu unserem Kollegen. Gut, dann ziehen wir den Kollegen in das Badezimmer rein. Wir gehen die Treppen hoch und wir wissen, wo Ritter ist. Der ist in der Bar. Okay. Ritter ist oben und kommt. Der geht nach oben. Aber ich glaube, ich muss noch einen hochspringen, oder? Ja. Ich muss noch einen nach oben und wie kommen wir nach oben? Das ist ja schon ohne als Besatzungsmitglied zu sein, kommen wir ja leider nicht hoch. Ich schon hier rüber. Seitigen ihn eben. Den Schraubenschlüssel nehmen wir auch nochmal schnell, aber das sollen wir wegstecken. Und das Ritter? Ritter, du hast mich erschrocken. Nicht, dass wir vergiften, aber ich glaube, der wird nicht mehr nach unten kommen. Das ist das Problem. New one's broken too. I swear to God. Back already? I think technology hates me. I'm not sure I've seen you before. This guy is unbelievable. Anybody know him? Hey, shitbag. That's enough. Was soll ich da machen? You better stop now, or I'll find someone who can make you stop. Yeah. Bitch, you ready? Buddy. Hey, guard. Look, it's your time to shut. Yacht crew. Is that? Someone help me! Will somebody get me? Das war vielleicht jetzt nicht schlau, aber wir machen es einfach ganz schnell. Ich hab Angst. Nein, nicht hier rein. He's hiding below deck. Okay, direkt neu, ich hab verkackt. Warum hat er mich gesehen? Ey, so eine Kleinigkeit, ey. Welcome. Okay, das überspringen wir. Freies Training, das wissen wir ja schon. Das müssen wir auch alles schon. Wir sind also wieder an dem Punkt, wo wir unser Besatzungsmitglied hier überwältigen. Oh, das wollte ich gar nicht machen, aber okay, gut. Wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo wir uns als Besatzungsmitglied verkleiden und... Nicht schon wieder, Norfolk. Nicht schon wieder! Ich dachte, du wärst oben, Mann. Wir haben das doch gar nicht. Ich Idiot. Schau doch, ob er hier unten ist. Wo ist der? Kommt der nach oben? Wo konnten wir diese Explosion nochmal reinstellen? Ah, Ritter. A toast to the future. To the future. You're going to be invincible, Marine. This is 100% Egyptian cotton. What? What's your problem, sir? There is no problem. Calm down. Saw this painting, an original Gorka. Thing is, I could have sworn it would. Oh mein Gott, trinkt das. Wir brauchen den Gift. Wo soll ich das Gift herkriegen? Wo ist das Gift da? Okay, Rattendeck auf 0-0. Oh mein Gott. Ritter, du wirst sowas von vergiften. What? Warum laufe ich mit einer Büste in der Hand? Hör mal, Captain, ich glaube, du spinnst wohl, ne? Oh, da geht's nicht lang. Hier wird's lang gehen, aber es ist ein Aufpasser, deswegen schnell weg von hier. Wir hier rein. Hello there, kannst du mich erkennen? Nein, super, good to know. Das ist das Besatzungsmitglied, das haben wir aber schon an. All good. Da haben wir dich doch, oder? Rattengift. Das sollten wir nicht machen. Unnötig Stress. Unnötig Aufmerksamkeit, bevor sich der Kollege umdreht. No, it's all good. You didn't notice me. Oh, Ritter, kannst du bitte von da mal weggehen? Ich will da was reintun. Ich tauche mich schnell unter. Wo ist Norfolk? Norfolk ist auf jeden Fall nicht mehr draußen. Wo ist Norfolk? Also ich kann... Ist das Norfolk? Also ich kann Norfolk nicht erkennen.
Naja, gut. Wegtreten und schnell hier sein. Oh, hi! Is my cabin ready? Yeah, of course is your cabin. Hello? That's rude. Just a sec. Who are you again? Ach, ist doch nicht dein... Oh, man, this guy is something. Is he your buddy? Well, you know... Ach, Calvin, warum machst du sowas? Idiot! Hey, wake up! Something terrible is happening. Man, this is Red Leader. Help me, please! Help. Oh mein Gott, wie viele Leute eiskalt hinter mir herlaufen. Ach, die gehen da oben mit Ritter. Okay, also bis jetzt ist keiner da. Ich hoffe, das mit der Jagd hört irgendwann auf. Das ist Northfolk, der kommt gerade eben. Ne, der geht nach oben. Hört der irgendwann noch auf mich zu verfolgen? Oh mein Gott, wie eiskalt alle aufmerksam sind. Ach, die sind jetzt nach oben gegangen, um ihn zu beschützen, oder wie sieht das hier jetzt aus? Northfolk war jetzt auf den Treppen. Ganz, ganz, ganz interessant. Okay, habt ihr euch jetzt wieder beruhigt, oder? Ja, ich muss ja hier irgendwie raus. Aber es kommt ja auch keiner. Aber Moment. Wenn die so langsam aber sicher wieder nach hinten kommen und ganz gechillt sind und keine Waffen mehr in der Hand haben, kann es sein, dass sie keine Jagd mehr auf mich machen. Okay, da steht mittlerweile kompromittiert statt Jagd. Das sollte doch eigentlich gut gehen, oder? Oder, El Amigo? Okay, jetzt muss ich mich irgendwie umziehen. Ach, die können mich alle erkennen. Ich komme hier einfach nicht vom Fleck weg. Oben gibt es jemanden. Ich könnte nach oben gehen und mich schnell als er verkleiden, ne? Jetzt hatte ich es riskieren. Ja, wir machen es einfach. Komm. Aber der Typ oben kann mich auch erkennen. Sie verkleiden. Sollen wir ihn nehmen, aber das wird doch eh nichts bringen. Nicht verkleiden! Kleid ich wieder schnell um, wir wollen ihn ziehen. Ziehen, 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 ziehen. Habe ich das Gift eigentlich reintun können? Wer verdächtigt mich denn noch? Ja, you see, that's how it's done. Wir sind mittlerweile im Büro, oder? Okay, ich wollte ihn hier... What happened? Hey, you got a gun, right? We've got trouble. I found someone on the ground. And why isn't he wearing any clothes? Oh my God. Wir schnappen uns auf jeden Fall mal die Klavierseite, damit wir es ein bisschen anders machen. Wait, was it glass cutter? Werde ich schnell jetzt Northfolk und dann haben wir von hier ab. Alles easy, oder? Oh, nice. Unbemerkter Kill, nice. Okay, guys, I'm out of here. Guys, you don't know me. You don't know me, guys. You don't know me. Unbefugtes Gebiet. Sir, you are trespassing. Okay, you follow me. You got it? Okay, I follow you. Show me the way. Gib mir einfach wieder den klassischen Weg. Hi there, Mr. Norfolk. Hello there. Northfolk, run! Once again, great work, Commissioners. This exercise is available for as long as you need. Woo. You are ready to advance. You have only to let us know. Ich bin endlich mal wieder beruhigt, dass ich mal hier wieder raus bin aus dieser Übungsmission. I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied?
Place is real enough, deserted, but we found no trace that your man was ever there, or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course, but frankly, it's as if the Earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. The final test is based on an authentic 1979 mission. The high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, Initiate. Good luck! Und ich würde sagen, meine Freunde, das war's von der allerersten Folge von Hitman Agent 47. Es war vielleicht nicht eine ganz souveräne Übungsmission. Man hätte sie durchaus eleganter absolvieren können, aber ich habe mein Bestes gegeben. Sei mir nicht böse, ich bin ein kompletter Noob und versuche mich einfach nur einzuspielen. Und ich muss sagen, ich liebe solche Stealth. Also Spiele, bei denen man ruhig und taktisch vorgehen muss. Deswegen verzeiht mir das, aber ich werde mich auf jeden Fall verbessern. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich küsse eure Augen. Ciao!